Nun. Kennedy, together with the senior Deputy Archbishop Elizabeth, I'm following the program. Ich folge das Programm. Ich habe mich eingeschaltet und es ist sehr, sehr wichtig. Meine Tochter, Senior stellvertretende Erzbischofin Elisabeth, es ist sehr wichtig, dass du auch hier daran teilnimmst. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr euren Beitrag gibt. Das ist wirklich Erweckung. Die Worte, die ihr gesprochen habt, sind sehr, sehr ernste Worte. Die Botschaft, die der Herr sehr gegeben hat, ist sehr, sehr ernst. Und ihr seht sehr eindeutig, dass einer der großen Dinge, die ich gehört habe, als ich eure Botschaft gehört habe an diesem Nachmittag, eine sehr, sehr ernste Sache, die ich gehört habe, einer der sehr ernsten Dinge, die der Herr gesagt hat in dieser Botschaft. Nummer eins, er sagt, wenn jemand reisen möchte, stellvertretender Erzbischof, nach Frankreich reisen möchte, sie will nach Paris, Frankreich reisen oder zu den Niederlanden, und sie versucht, bereitet sich vor, zu einer Konferenz oder zu einem Training vor, dorthin zu fahren, würde sie doch wissen wollen, was ist das, wie ist das Wetter in Frankreich? Was ist das Wetter in den Niederlanden, wo auch immer sie hingehen will in Europa? Und ihr wird gesagt, jetzt gerade ist es dort Winter, also müsst ihr euch warme Kleidung anziehen. Also ihr seht, dass Elisabeth schon sich von Kenia aus vorbereitet, bevor Senior stellvertretende Erzbischofin Elisabeth oder wer auch immer es ist, sich vorbereitet, zu den Niederlanden zu gehen, dann muss sie sich als erstes von Kenia aus vorbereiten. Wenn man sie in Kenia betrachtet, dann sieht man, als wenn sie sich so verhält, dass sie sich vorbereitet. Sie trennt sich von Kenia und sie bereitet sich vor, sie kauft warme Pullover, warme Kleidung, warme Stiefel mit Wolle. Dorthin, wo sie hingehen will, daraufhin bereitet sie sich vor. Und der Herr sagt, in der gleichen Weise, wenn du in die Schule gehst, dann seht ihr sehr eindeutig, dass es Programme dort gibt in den Schulen. Die Kinder, ihnen wird gelehrt, dass sie sich früher schon vorbereiten sollen. Ich möchte ein Ingenieur werden. Also, wenn du ein Ingenieur werden willst, dann musst du die folgenden Kurse schon vorher machen. Mathematik, Physik und Chemie. Physik, Mathematik, was auch immer. Damit du dieser Ingenieur eines Tages wirst. Ich möchte ein Arzt werden, sagt das Kind. Okay, wenn du ein Arzt werden möchtest, dann musst du Chemie nehmen, Biologie, Physik als Fächer nehmen, als Fächer wählen. Sie bereiten sich schon vor, früh, um diese Karriere einzuschlagen. Aber sie bereiten sich schon früher vor. Sogar Lehrer bereiten sie darauf vor, sodass sie schon in dieser Linie gehen. Sie fangen schon an, in der Oberschule die Fächer schon zu wählen, auf ihre Berufswahl. Und Senior stellvertretende Erzbischofin Elisabeth, die gerade im Radio gesprochen hat, das ist, was der Herr auch sagt. Er sagt, die gleiche Sache ist auch für die Gemeinde. Der Herr sagt, die gleiche Sache gilt für die Gemeinde. Wie kann es sein, wenn du dich für deine Karriere vorbereitest, so bereitest du dich vor. Du sagst, nee, du bereitest dich schon sehr früh vor für diese Zukunft, deine Karriere. Aber wie kommt es, wenn du dich für das Königreich Gottes nicht von hier aus auf dieser Erde schon vorbereitest? Weil der Herr erwartet, wenn du dich vorbereitest, in den Himmel zu gehen, dann solltest du dich in diesem Leben schon darauf vorbereiten. Und jeder sollte sehen, oh, diese Person bereitet sich für den Himmel vor.
Aber da, der Herr sagt, das mangelt der Gemeinde, dies mangelt in der Gemeinde, dass sie sich vorbereiten. Und eine weitere wichtige Sache, die eure Unterhaltung bereichert, ist die Tatsache, dass der Herr sagt, wer auch immer den Namen des Herrn ruft, der wird errettet werden. Aber dennoch, diese Leute rufen den Namen des Herrn, Herr, Herr. Und er sagt ihnen, dir die Wahrheit zu sagen, ich kenne euch nicht. Ihr seid Arbeiter der Missetaten, geht weg von mir. Er schmeißt sie in den Feuersee. Der Herr hat eine sehr wichtige Angelegenheit hier erhoben, denn der Herr sagt, dass wenn Leute wiedergeboren werden, sie empfangen Jesus in ihrem Herzen, hinein in ihrem Herzen empfangen sie Jesus. Sie empfangen Jesus in ihrem Herzen, sie sind wiedergeboren. Du hast ihn jetzt in deinem Herzen. Wie kommt es dann, dass Jesus sich umdreht und sagt, um dir die Wahrheit zu sagen, ich kenne dich nicht? Und dennoch haben wir gesehen in dieser gleichen Unterhaltung, in dieser gleichen Botschaft von Hebräer 13, Vers 5, wenn er sagt, ich werde dich niemals verlassen, ihr, die mich empfangen habt. Ich werde mit euch sein, sogar bis zum Ende. Matthäus 28, Vers 20. Dies sind die Unterhaltungen, die der Herr in dieser Botschaft erhebt, dass ein Erwachen erschaffen sollte. Du empfangst Jesus, du empfangst den Heiligen Geist in Pfingsten und Gott, Jesus lebt in dir und am Ende sagt er, um dir die Wahrheit zu sagen, ich kenne dich nicht. Dies ist sehr ernst, sehr, sehr ernst. Und dann hat er noch gesagt, der Herr hat die Anweisungen in 21 bis 23 verglichen. Die Gefahr ist also da. Es gibt viele Leute, die in der Gemeinde sitzen, aber sie werden nicht alle in den Himmel eintreten. Wir haben sogar das Beispiel gegeben, wie wir unseren Flug in Dubai verpasst haben. Wir saßen in der Wartehalle und dachten, wir werden jetzt nach London fliegen, aber wir warteten dort in dieser Flughafenhalle, in der Lounge dort. Wir waren sehr gemütlich. Wir dachten, wir werden jetzt den Flieger boarden, aber dann haben wir realisiert, warum dauert es so lange, dass wir in den Flieger reingehen können? Dann sind wir dorthin gelaufen und dann standen wir an der Tür. Die Glastür war geschlossen. Sie war zugeschlossen und die Leute sagten, die Tür ist schon geschlossen. Wir haben den Flug verpasst. Und wir haben gesagt, nein, bitte. Und unser Sitz ist doch in dem Flieger dort. Und der Herr hat diese Situation erhoben, die Gefahr von Leuten, die in der Gemeinde heutzutage sitzen, und sie denken, dass sie in den Himmel gehen. Und der Herr sagt, dies ist das schlimmste Szenario für jemanden, das in der Gemeinde geschehen kann, dass die Christen, das ist dieser Punkt dieser Gemeinde. Es gibt Christen in der Gemeinde, sie sitzen dort in der Gemeinde und sie denken, dass sie in den Himmel gehen, einschließlich in dem Dienst der Buße und Heiligung. Du sitzt dort in der Gemeinde, du bist komfortabel, dir geht's gut. Es ist das Schlimmste, was jemals einem Christen passieren kann, dass man komfortabel in der Gemeinde sitzt und denkt, man geht in den Himmel und wenn dieser Tag kommt, verpasst du den Flug, du verpasst die Entrückung. Du hörst so und so, sind hochgegangen und du bist unten geblieben. Und das ist, was der Herr hier erhebt, die Unterhaltung. Der Herr hat uns diese Unterhaltung gegeben zur Tür zur Entrückung, die Tür zur Entrückung, die heute, diese Botschaft, die heute in dem Radio geschaltet wurde. Wenn ihr euch die Schriftstelle von Matthäus 7, 21 bis 23 anschaut und wenn ihr dann zu Vers 24 geht, da steht Matthäus 7, 24 deswegen, wegen Matthäus 7, 21 bis 23, die Leute, sie werden nicht genommen. Wer auch immer diese Worte hört von mir und diese in die Tat umsetzt, das bedeutet, so lebt, die Worte von Jesus auslebt. Wir haben viele Leute in der Gemeinde heutzutage leben nach den Worten von Jesus. Was bedeutet es, nach dem Wort des Herrn zu leben? In dieser Schriftstelle Matthäus 7, 21 bis 23. Like,
man who builds his house on a rock. He compares that, he contrasts that with someone that builds on the sand. Und er sagt, man kann auf dem Felsen bauen oder auf dem Sand. Und es gibt viele Christen, sie haben ihr Leben auf dem Sand gebaut. Die Weise, wie sie ihr christliches Leben öffentlich ausführen, sie sind nicht separiert, abgesondert, sie lesen nicht die Bibel, sie predigen nicht das Wort, sie sind nicht fokussiert auf das Wort, sie betonen nicht das Wort. Das Wort ist sehr wichtig. Die Worte Gottes sind extrem sehr, sehr wichtig. Und dies ist, wo das Problem ist heutzutage. Einige Leute, sie sind gekommen und sie haben auch das Wort verunstaltet. Denn die Bibel sagt, dass die Errettung kommt durch das Hören des Wortes, Hören des Wortes. Und dann findet man Leute, die schlecht repräsentiert haben, das Wort des Herrn Jesus, das Wort des Herrn, haben sie schlecht repräsentiert. Und es gibt Christen, die in der Gemeinde sitzen. Und das Schlimmste, was einem überhaupt passieren kann, ist, dass man in der Gemeinde sitzt. Sie denken, dass sie in den Himmel gehen, aber sind gar nicht in diese Richtung, gehen sie. Das ist die Gefahr, in der Gemeinde zu sitzen. Ihr müsst also euch selbst überprüfen, kontinuierlich. Kontinuierlich sollt ihr euch selbst überprüfen, ob ihr immer noch im Glauben seid. Das ist, ihr solltet folgen und herausfinden. Bin ich immer noch im Glauben? Du solltest dir selbst das überlegen. Du solltest dich selbst überprüfen, bin ich immer noch im Glauben? Denn es gibt viele in der Gemeinde heutzutage. Das Wort. Sie haben die Heiligkeit entfernt. Sie haben Gerechtigkeit entfernt. Aber das Wort Gottes, gemäß zu Jakobus 1, 22 und 23, ist wie ein Spiegel, welche die Leute für Selbstreflexion benutzen. Wie sind die Flecken bei mir? Gibt es noch Flecken bei mir, wenn ich jetzt in den Spiegel schaue durch das Wort Gottes? Was sind die Flecken in meinem Leben? Und das Wort Gottes selbst, gemäß zu Jeremia 23, 29, er sagt, das Wort Gottes ist wie ein Feuer, welches das Unreine aus deinem Körper ausreinigt und ist wie ein Hammer, welches das felsige, harte Herz zerschmettert. Und das heilige Wort Gottes kommt hinein in dein Herz und leitet dein Herz. Das Wort Gottes in Lukas Kapitel 8 ist so, ist das Wort Gottes, wenn es in dein Herz hineingeht und dein Herz produziert gute Frucht. Matthäus 7, 24 bis 28 ist das Wort Gehorsam. 1. Petrus Kapitel 1, 21, die Worte Gottes, die Worte von Jesus sollte man in seinem Herzen behalten und gehorsam sein. Man sollte das Wort Gottes in unserem Herzen behalten und dies wird Errettung und die neue Geburt in uns bringen. Das ist dann, das Wort Gottes ist wie ein Same, das aus deinem Herzen heraussprießt und Frucht bringt. Und wenn ihr jetzt Markus Kapitel 4, 18 bis 19 liest, er sagt, das Wort Gottes, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, das Wort Gottes in deinem Herzen zu behalten, das wird dich dazu lehren, dass du dein Herz davor schützt, vor dem Betrug des Reichtums und die Begierden von diesen anderen Dingen in der Welt. Das Wort Gottes, er sagt das Wort Gottes, das Wort Gottes, das Wort von Jesus. Ihr sollt also eure Errettung ehren, ehrt Jesus und respektiert den Herrn und schätzt eure Errettung. Denn ihr seht diese Leute, wo er sagt, geht weg, ihr Täter der Missetaten. Die haben nicht sein Wort gehalten, die waren nicht gehorsam zu seinen Verordnungen. Denn das Wort weist die Gemeinde an, dass durch den Heiligen Geist werden wir angewiesen. Durch den Heiligen Geist werden wir angewiesen, dass wir heilig sein müssen. 1. Petrus Kapitel 1, 13 bis 16.
Denn so wie er heilig ist, sollst du heilig sein. Hebräer 12, 14. Ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn sehen. Der letzte Teil von dieser Schriftstelle. Gehorsam zu sein zu dem Wort Jesus. Diese Welt ist nicht unser Zuhause, denn Jesus, er selbst sagt, dass diese Königreiche dieser Welt nicht seine sind. Wir sehen im Millennium, in der Millennium-Herrschaft, wenn er den Antichristen zerstört und in den Feuersee werfen wird. Aber gehorsam zu sein zu den Worten Gottes, zu den Worten von Jesus, erinnert uns die ganze Zeit, dass diese Welt nicht unser Zuhause ist. Und nun müssen wir hier auf der Erde leben wie ein Flüchtling, wie ein Pilger, wie ein Durchreisender. Und er sagt, das Wort Gottes, gehorsam zu sein, den Worten von Jesus gehorsam zu sein, wird in euren Herz auslösen, die Notwendigkeit, die Dringlichkeit, mehr Leute zu erreichen. Es wird euch reichen, die Gefahren der Sünde, dass die Hölle kommt. Und Hölle ist kein Rehabilitationszentrum. Wenn ihr diese Botschaft zusammenhört mit dem Radiosprecher, dann seht ihr, dass der Herr sagt, seine Worte werden für Urteil gebraucht, ob du gehorsam warst zu seinem Wort oder nicht. Und einer der Schlüsselprobleme ist, dass die Leute in der Gemeinde sitzen können, bequem sitzen. Man sieht es in Nairobi und überall. Man sieht Leute, sie sitzen in der Gemeinde, sie sind total komfortabel, bequem und sie denken, dass sie in den Himmel gehen. Man guckt die Nacktheit der Frauen sich an, ihr Verhalten. Sie verbreiten sexuelle Begierde und Lust herum. Und wenn man sich das anschaut, dann realisiert man, dass diese Leute nicht in den Himmel gehen. Aber sie sitzen in der Gemeinde, aber sie sind nicht einmal Täter des Wortes. Sie gehören zum Teufel. Und was daraus kam, ist, während ich beende, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, wer den Namen des Herrn ruft, wird errettet. Aber diese rufen Herr, Herr, und an diesem Tag, in diesem Urteil, er wird sie in den Feuersee werfen, weil Jesus sagt, jedoch, dass er uns niemals verlassen wird. Aber dann an diesem Tag wird er euch verlassen, wenn ihr ihn rufen werdet. Das ist solch eine ernste Warnung. Also macht eine Selbstreflexion. Findet heraus, lebe ich eine Errettung, die nach den Worten von Jesus, nach den Verordnungen von Jesus folgt? Das bist du gehorsam zu dem Herrn? Dies ist eine sehr, sehr ernste Frage, die der Herr erhoben hat. Vielen Dank. Was der Herr sagt, ist sehr, sehr ernst. Das ist eine sehr ernste Botschaft, die man sehr, sehr mit großer Fürsorge behandeln soll. Denn ihr sagt, der Geist des Herrn spricht zu der Gemeinde in einer sehr ernsten Weise. Sinja Maureen ist heute gekommen und hat einige sehr wichtige Problematiken erhoben. Aber sie wollte sehr ernste Teile erheben. Das ist eine sehr, sehr ernste Unterhaltung, die der Herr auf die ganze Erde gebracht hat, vor der Gemeinde Jesus Christus. Und in dieser Botschaft, die Schlüsselpunkte, die der Herr erhebt, ist, dass es eine große Gefahr gibt. Es gibt eine bestimmte Art der Errettung, die sehr, sehr gefährlich ist, wo es Leute gibt, die sitzen in der Gemeinde, innen in der Gemeinde sitzen sie und sie sagen, sie sind wiedergeboren, sie haben Christus in den Herzen empfangen, sie sind sehr bequem in der Gemeinde und sie denken, dass sie in den Himmel gehen. Und der Herr sagt, dies ist das größte, schlimmste Szenario, was jemals geschehen kann in dem Haus des Herrn, dass irgendein Christ, irgendein Gläubiger in der Gemeinde sitzt und er denkt, dass er in den Himmel geht und dennoch geht er in die Hölle. Und dennoch an diesem Tag sagt der Herr, um euch die Wahrheit zu sagen, ich kenne euch nicht, weg von euch, ihr Arbeiter der Missetaten. Das ist also sehr, sehr ernst und sehr schwerwiegend. Der Herr, er sagt, er warnt diese Generation und wenn ihr die Gemeinde euch weltweit euch anschaut, die sind in der exakten Position. Deswegen hat der Herr diese Warnung, diese ernste Warnung erhoben. Der Herr, er sagt, dass Jesus, er selbst hat verheißen, dass wer auch immer den Namen des Herrn ruft, wird errettet werden. Und dennoch, jedoch, diese Leute,
Sie rufen den Namen des Herrn, Herr, Herr. Und dann schmeißt er sie in den Feuersee, in den Abgrund, in den Feuersee. Der Herr erwarnt eine ganz bestimmte Art, der warnt vor eine ganz bestimmte Art der Errettung. Und in dieser Errettung, was sind die Hauptschlüsselpunkte? Sie haben Jesus in ihren Herzen empfangen. Und seitdem sie nach Pfingsten ist der Herr in ihrem Herzen, der Herr ist innen in deinem Herzen drin. Und er sagt, wie kann es dann sein, dass der Herr am Ende sagt, aber er kennt euch nicht. Und dennoch hast du hier gelebt. Er hat in deinem Herzen gelebt. Du hast mit ihm gelebt. Du hast mit Jesus gelebt. Der Herr, er fragt eine ernste Warnung. Sei vorsichtig mit einer ganz bestimmten Art der Errettung, die jetzt gerade überall in der Gemeinde weltweit sich ausbreitet. Und er sagt, in dieser Unterhaltung, diese Leute kommen zu ihm und weinen, Herr, Herr. Und er sagt, er kennt sie nicht und dennoch sind sie in der Gemeinde und er ist der omnipräsente Gott, er ist der allmächtige Gott, er kennt jeden, sogar jene, die in der Gemeinde sind, die kennt er und er sagt, er kennt sie doch nicht. Sie versuchen sogar Wunder, dass sie Wunder gemacht haben, aber der Besitzer der Wunder sagt, er kennt sie nicht. Er, der die Wunder tut, sagt, dass er sie nicht kennt. Und das ist solch eine tödliche, schwerwiegende Situation. Es ist eine sehr furchterregende Situation in der Gemeinde. Und dann, der Herr eskaliert dies und er sagt, jedes Mal, wenn zum Beispiel Elisabeth nach Niederlande fliegen will, sie wurde dort eingeladen, sie will in die Niederlande gehen, dann fragt sie als allererstes, was ist das Wetter, wie ist das Wetter in den Niederlanden, wie ist es in Europa? Und sie sagen, es ist sehr kalt, es ist -3, -10 Grad. Oh, dann wirst du von Kenia aus wirst du dann schon dich vorbereiten, dass, also Elisabeth, sie wird sich selber schon vorbereiten. Oh, im tropischen Afrika wird sie sich jetzt da schon in tropischen Afrika warme Sachen kaufen, da weil sie ja nach Niederlande fliegt. Warme Schuhe, warme Stiefel. Sie wird einen warmen Hut sich kaufen, eine warme Wolljacke von Kenia aus, von den Tropen aus, wo es hier sehr warm ist. Und der Herr sagt, Leute bereiten sich immer vor, dort wo sie sind und wo sie hingehen werden, da auf dieses Ziel bereiten sich vor. Und er hat das auch mit den Studenten auch verglichen, Leute, Schüler. I only found out that the network was not clear. This is absolutely very critical. Ist absolut kritisch. Und nun, man findet heraus, dass wenn ein Student studieren möchte und ein Ingenieur werden möchte, dann sieht man, dass sie sich schon von der Oberschule vorbereiten und sie haben Kombinationsklassen. Jene, die Ingenieure werden wollen, Sie müssen einige Vorbereitungskurse nehmen, Chemie, Mathematik. Sie wollen Computeringenieure sein. Und jene, die Ärzte werden wollen, man sieht, dass sie Chemie, Biologie, Fächer wählen. Diese Arten der Kurse, diese Kombinationsfächer, sieht man sie schon in der Oberschule, wie sie sich vorbereiten darauf, was sie sein werden wollen. Jene, die Ärzte werden wollen. Man sieht sie in diesen Laboren, im Labor, wo auch immer sie sind, welche Colleges es immer ist. Sie haben Laborstudien, sie bereiten jetzt sogar schon Operationen vor und andere sieht man, sie sind bereits schon in den Workshops, in den Metallworkshops.
Also bereits schon vom frühen Alter bereiten Sie sich schon vor auf den Beruf, den Sie eines Tages mal machen, ausüben wollen. Sie machen da schon Anstrebungen. Und der Herr fragt, wie ist es für die Gemeinde, dass Sie keine Anstrebungen machen, um zu zeigen, wo Sie sein wollen? Wenn Sie in den Himmel eintreten wollen, dann sollte man Sie auf dieser Erde sehen und sollte sehen, dass die sich gerade für den Himmel vorbereiten. Und dann sieht man andere, sie bereiten sich schon in der Nervensysteme, studieren sie, wenn er zu Hause ist, im Urlaub, in den Schulferien, dann bereitet er sich schon vor auf seinen Beruf. Ihm werden schon Aufgaben gegeben. Man sieht also schon, dass diese Leute, sie bereiten sich vor, um in den Himmel zu gehen. Aber wie kann es sein, dass in der Gemeinde sie sich nicht scheinen, es scheint nicht, dass sie sich vorbereiten, um in das Königreich Gottes zu gehen. Sie sind sehr weltlich, die Christen. Sie bereiten sich eigentlich davor, in die Hölle zu gehen, um hier auf der Erde zu bleiben. Das ist ziemlich erstaunlich, was der Herr hier erhebt. Und der Herr eskaliert diese Unterhaltung, indem er zu Matthäus 7, 21 bis 28 geht. Und in Vers 24 sagt er, und deswegen, wegen dieser Situation, wo die Leute sehr enttäuscht sein werden an dem Tag, bereitet dieses perfekte Beispiel auch in Dubai, haben wir, wo wir gesehen haben, dass wir unseren Flug verpasst haben. Sie haben gesagt, nein, der Flug ist weg. Wir haben die Leute gesehen, dass sie in den Flieger gehen, und wir, die Tür war zu, und wir sagten, nein, wir wollen auch in den Flieger, aber die Tür war schon zu, der Flug war weg, wir haben den Flieger sogar gesehen, wie er auf der Laufbahn hochgehoben ist, und wir hatten ein großes Treffen in Schweden und wollten über London fliegen, und dieser Schmerz, diese Tränen in unserem Herzen, der Ärger, der Schock, der Schmerz, der Kummer, es war, wir waren so traurig gewesen, in unseren Augen. Wir hatten so viel Tränen gehabt. Und so wird es sein an dem Tag. Die größte Gefahr ist, wenn man in der Gemeinde sitzt, Leute sitzen in der Gemeinde, sie denken, dass sie in den Himmel gehen, und dann sind sie enttäuscht an diesem Tag. Es ist also erstaunt, dass jene, die zu euch sprechen, die gesandt wurden mit dem goldenen Schlüssel, diesen Himmel zu öffnen für diese Generation, mit dem goldenen Schlüssel, den Himmel aufzumachen, 19 Mal, jene, die die Entrückung der Gemeinde viele Male gesehen haben, und wir haben schon gesehen, jene, die bleiben werden, und das sollte euch doch wirklich eine Schwere geben in eure Seele. Und der Herr eskalierte diese Unterhaltung und sagte, wegen dieser Enttäuschung, die stattfinden wird, wer auch immer diese Worte hört von mir. In anderen Worten erhebt der Herr diese Worte. Warum hat Jesus in Matthäus 7,23 diese Leute abgelehnt? Und in 24 eskalierte es. Wer auch immer meine Worte hört, die Worte von Jesus, und gehorsam ist, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf dem Felsen gebaut hat, seine Errettung auf dem Felsen, sein Leben auf dem Felsen gebaut hat. Und wenn dieser Tag des Sturms kommt, dann werden sie stehen bleiben und nicht in die Schande gestellt werden. Ihre Errettung wird nicht kollapsieren. Sie werden in die Heiligkeit gehen. Sie werden standhaft stehen bis zur Ewigkeit. Und er sagt, und es gibt einen Kontrast mit einer anderen Gruppe, die ihr Leben auf dem Sand gebaut haben. Und der Herr fragt, wo hast du deine Errettung drauf gebaut? Matthäus 7, 24 bis 28. Er erklärt diese Ereignisse, die stattfinden, wo sie abgelehnt wurden. Nicht jeder, der in der Gemeinde sitzt, der sagt, er ist Christ, ist ein Christ. Nicht jeder, der zum Gottesdienst geht und den Namen des Herrn sagt, wird eintreten. Er erklärt es sehr, sehr gut, indem er dieses Wort bringt. Wer auch immer diese Worte hört von mir und nicht gehorsam zu diesen Worten ist, ist wie einer, der auf dem Sand gebaut hat, und ihre Errettung wird zerfallen, die wird nicht stehen, die werden kollapsieren, die werden in den Feuersee hineingehen.
Er sagt, wer auch immer diese Worte von mir hört und gehorsam ist zu ihnen und diese Worte tut und diese Worte macht, in anderen Worten, er erhebt den Gehorsam, dann könnt ihr sehen, da gibt es eine Gemeinde in der Kirche, die nicht gehorsam sind zu den Worten von Jesus. Und dann gibt es Leute, die gehorsam sind. Und der Herr sagt, wenn die Propheten der Heiligkeit kommen und sie sagen, tut Buße, kehrt ab von Sünde. Sie wollen nicht, sie wollen zu anderen Propheten hören. Sie predigen Wohlstand und süße Worte. Sie wollen Liebe und Komfort haben. Und sie verstehen nicht, dass sie auch eine Reinigung brauchen. Dass sie auch geschärft werden müssen. Sie wollen immer nur Liebe hören und Frieden und Freude und Glückseligkeit und Versorgung vom Herrn haben. Aber sie wollen nicht gehorsam sein zu den Worten des Herrn, denn die Worte des Herrn sind sehr ernst. Sie sind dazu da, um die Gemeinde zu reinigen. Matthäus Kapitel 7, 24 bis 28, er erklärt, warum in Vers 23 diese Leute in die Hölle schmeißen wird. Sie sitzen in der Gemeinde und denken, sie werden eintreten, aber er sagt, ich kenne euch nicht, weil sie nicht gehorsam waren zu seinem Wort. Und am Ende eskalierte es seine Worte, wenn du von Matthäus 26 liest, seine Worte sind die Worte von Jahwe ihm selbst. Und das wird für das Urteil auch benutzt. Seine Worte werden für das Urteil benutzt. Und nun der Herr sagt, dass heute in der Gemeinde gibt es Leute, die sind in der Gemeinde und sie sind nicht gehorsam zu den Worten von Jesus. Und ich habe euch diese Beispiele gegeben, wie ernst es ist, gehorsam zu sein zu den Worten des Herrn. Denn jene, die seine Worte gehorsam sind, die wird er hineinnehmen. Die gehorsam zu seinen Worten sind, die wird er hinein in den Himmel nehmen. Denn die Worte von Jesus sind wie ein Spiegel, den jemand benutzt, um sein Leben zu überprüfen. In Jakobus 1, 22 bis 23. In Jeremia Kapitel 23, 29, die Worte des Herrn Jesus sind wie Feuer, welches die Unreinheiten aus deinem Leben rausbrennt, wie Feuer. Und in Jeremia 23, 29 sagt es, wie ein Hammer, das Wort Gottes, wie ein Hammer, wie eine Achse, die dich transformiert. Und er sagt, dass Gehorsam zu dem Wort des Herrn Jesus in Lukas 8, 4 bis 11, es ist so wie ein Same, der in dein Herz kommt, in eine gute Erde und Frucht produziert. Wenn irgendjemand auf dein Leben schaut, dieser Mensch hat zu den Worten von Jesus war er gehorsam gewesen. Schaut euch die Frucht an, die in seinem Leben, in seinem Dienst produziert wird. Schaut euch an, was für eine Frucht in dieser Kirche produziert wird. Und das Buch Markus 4, 18 und 19, er sagt, gehorsam zu den Worten von Jesus zu sein, ist genau das, was euch hilft, fruchtvoll zu sein. Und es leitet euch und erinnert euch ständig daran, dass dieser Reichtum sehr täuschend ist, betrügerisch ist, die Begierden dieses Lebens sehr trügerisch sind. Jeder sucht nach dem Reichtum dieser Welt und die Wünsche, Begierden dieser Welt suchen sie. Und er sagt, es ist sehr wichtig für Jesus, gehorsam zu seinen Worten zu sein. Ist in 1. Petrus 1, 23, denn unsere Errettung alleine und dass wir wiedergeboren sind, Errettung und Neugeburt, gehorsam zu sein von den Worten von Jesus, bringt uns Neugeburt und Errettung zu uns. Und das kommt aus unserem inneren Herzen heraus. Und das ist die Errettung. Das ist sehr ernst. Der Herr, er sagt, dass wenn man gehorsam ist zu den Worten von Jesus, wird uns konstant anweisen, dass wir unter der Herrschaft von Jesus Christus sind und wir keine freien Geister sind, so wie man sieht, die Gemeinde, die das tun, was sie wollen, fahren sich an, daten, wie sie wollen, predigen, was sie wollen, falsche Propheten gehen zu den Altären, falsche Apostel haben Namensschilder, all dieses überall in der Welt. Er sagt,
wenn jemand das Wort von Jesus gehorsam ist, dann wird es ihnen anweisen, dass sie keinen freien Geist sind, sondern es ist unter der Herrschaft von Jesus Christus. Du bist nicht dein eigener, sondern du wurdest erkauft von Jesus. Und wenn er sagt, gehorsam zu sein zu den Worten von Jesus, wird euch ständig anweisen, dass der Messias kommt und ihr müsst euch vorbereiten für seine Rückkehr. Er sagt, dass wenn man das Wort von Jesus gehorsam ist, weist uns an, den Dienst zu tun. Schau, es gibt einen hohen Preis, den der Herr für eure Errettung bezahlt hat. Ehrt es. Und man sieht also jetzt die Leute, die gehorsam sind zu den Worten des Herrn. Sie zittern, sie ehren. Es ist erstaunlich, wenn ich sie in der Konferenz treffe. Sie zittern, die Weise, wie sie ihr Leben leben, wenn ich mir sie anschaue, die hier in der Konferenz waren. Sie leben, sie zittern, sie ehren die Errettung. Sie finden, dass es eine sehr hohe Berufung ist. Alles andere ist egal für sie geworden, untergeordnet für sie geworden. Gehorsam zu den Worten des Herrn Jesus zu sein. Diese Worte werden dich anweisen, was für einen hohen Preis er auf Golgatha bezahlt hat. Es wird jetzt eine Warnung. Er hat das Kreuz getragen und er ist mit einem schweren Kreuz hingefallen. Er war arm gewesen, er hatte kein Essen gehabt in Nazareth, im Zimmermannshaus. Essen zu haben war schon sehr schwer für ihn. Gehorsam zu sein zu den Worten des Herrn wird dich dazu bringen, dass du die Errettung in dir, in deinem Herzen sehr ehren wirst und Jesus respektieren und ehren wirst, sehr, sehr doll sogar. Gehorsam zu den Worten des Herrn Jesus sein wird dich auch lehren, heilig zu sein. Weil der Herr ist heilig, also musst du auch heilig sein. 1. Petrus Kapitel 1, 16. Sei heilig, denn ich bin heilig. Denn so wie er heilig ist, sollst du auch heilig sein. Hebräer 12, 14, der letzte Teil, ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn sehen. Gehorsam zu den Worten von Jesus zu sein, wird euch daran führen, dass diese Welt nicht euer Zuhause ist. Sogar Jesus sagte, diese Welt ist nicht sein Königreich, seine Welt. Sein Königreich ist nicht von dieser Welt. Also die Worte von Jesus, wenn ihr gehorsam zu den Worten seid, das bedeutet, dass wir nur Flüchtlinge sind, Pilger, Durchreisende sind wir nur. Wir sind einfach nur Leute, die hier Pilger sind. Aber wenn ihr euch die Gemeinde anschaut, wie sie lebt, es sieht so aus, als wenn sie richtig sich niedergesetzt haben, als wenn sie Einwohner der Erde sind. Die Gemeinde sind aber nicht die Einwohner der Erde, denn die sind Feinde Gottes. Und gehorsam zu den Worten von Jesus zu sein, bedeutet, dass man konstant erinnert daran wird, dass man die Leute erreichen muss und dass Sünde tödlich ist und dass Sünde Konsequenzen hat, dass es ein Feuersee gibt, der kommt, das Urteil Gottes kommt. Und wenn ihr nicht in den Feuersee gehen wollt, dann bedeutet es, dass du auch nicht deine Geliebten oder Leute in den Straßen willst, dass sie in den Feuersee gehen. Also es wird euch ermutigen, herauszugehen und zu Leuten zu predigen und die Errettung zu predigen und sie zur Errettung zu bringen. Gehorsam zu den Worten des Herrn Jesus zu sein. Der Herr gebraucht dich sehr ernsthaft, um sehr wichtige Probleme zu erheben in dieser Kaskade, Chronologie. Und man sieht in Vers 23 von Matthäus 7, dies ist die Prophezeiung von Jesus. Die sind in Rot, die Worte. Es muss also erfüllt werden. Die Leute sollten zittern, wenn sie solche Worte hören von solchen enormen Propheten des Urteils. Denn wir sind sehr, sehr, sehr beschäftigt mit Israel gerade. Und ihr solltet zittern, wenn ihr solche Worte von uns hören. Die Leute sollten zittern, wenn sie das von uns hören. Dies sind die Dinge, die der Herr hier erhoben hat, dass Leute wiedergeboren sein können und Jesus in ihren Herzen haben können und haben und in der Gemeinde sitzen und sie denken, sie sind wiedergeboren und dass sie in den Himmel gehen und dann enden sie in dem Feuersee am Ende. Und der Herr, du hast Jesus in deinem Herzen empfangen, er lebt in dir und er sagt, er wird dich niemals verlassen, aber dann am Ende wird er diese, die ihn Herr nennen, in den Feuersee bringen. Und dies sollte doch Furcht
in den Knochen der Christen hineinbringen. Denn man braucht den Heiligen Geist in unserem Herzen. Und das sollte doch, du hast den Heiligen Geist in deinem Herzen gehabt und dann wirst du mit einmal im Feuersee geworfen. Und wenn ihr diese Propheten hört, die in so einem, die zu euch sprechen, auch wenn der Herr zu ihnen schreibt am Himmel, sowas von uns zu hören, solche Art der Warnung sollte Alarm bringen. Alarm, Leute sollten in Sackleinen hineingehen. Ich bin in die Sackleine gegangen, ich zitter, ich habe von dem Herrn gehört. Das ist eine sehr ernste Warnung. Und der Herr sagt, die meisten Christen von heutzutage sind in der Gemeinde, aber sie sind nicht gehorsam zu den Worten von Jesus und deshalb gibt es Kondome, Nacktheit in der Gemeinde. Zweite Ehefrau, die schreiben mir immer, dieser Bischof hat uns rausgeworfen mit Kindern, kannst du ihn tadeln? Er hat ein jüngeres Mädchen genommen. Diese falschen Apostel, falschen Propheten, die predigen und sie sprechen ein anderes Evangelium aus. Dies sollte eine Kehrtwende bringen. Die Leute sollten ihr Leben jetzt ändern. Das ist, was der Herr hier erhoben hat. Senior Matthew, you can now take it away for sunset.